Hallo zusammen, mein Name ist Jakob Smere von der Bekorn. Ich freue mich, dass ihr heute da seid bei den Tux-Tagen und darf euch heute ein richtig frisches Thema zeigen. Und hier geht es nämlich um das OpenSelium-Thema. Das ist ein Open-Source-Projekt und da werden viele spannende Dinge erzählt. Deswegen hoffentlich bleibt ihr dran. Ich habe jetzt auch nur mich entschieden gehabt, meine Kamera kurz mal zu sharen, dass ihr mich mal gesehen habt. Ich bin der Projektmanager für das Tool, wird aber jetzt meine Kamera auch ausschalten, weil ich schon gehört habe, dass das heute ja Konnektivitätsprobleme gab. Und deswegen schalte ich gerade meine Kamera ab und share meinen Bildschirm, damit ich mit meinen Folien beginnen kann. So, das Thema, wie gesagt, ist heute OpenSelium und ich habe hier ein paar Punkte für euch vorbereitet. Da werde ich erstmal ein bisschen was über uns erzählen, auch als Company, was wir so für Themen machen. Dann würde ich direkt schon in die UI gehen und auch eine Live-Demo präsentieren von dem Tool, dass man erstmal ein Gefühl hat, um was geht es denn überhaupt, dass man die Oberfläche gesehen hat. Dann möchte ich ein Stück weit über die Architektur sprechen. Da werde ich nicht alle detaillierten Informationen jetzt oder tief genug reingehen, aber so schon mal, dass man erkennt, wie das Ding aufgebaut ist. Dann ein bisschen was von der Roadmap erzählen, weil das, wie gesagt, ein sehr, sehr, ich sag mal, ein sehr junges Tool ist. Jetzt nicht jung, weil wir so kurz auf dem Markt sind, aber weil das Thema halt wirklich noch sehr jung ist und wir noch sehr, sehr viele Dinge vorhaben. Und dann haben wir das Thema Service. Da will ich gar nicht so viel Zeit verschwenden, weil wir haben noch einen kleinen Servicebereich im OpenSelium. Aber damit ihr das auch schon mal gesehen habt und euch nicht wundert, wenn ihr mal vielleicht unsere Webseite zum Beispiel besuchen würdet. Und dann gibt es zu guter Letzt noch Kontaktinformationen, die ich euch gerne präsentieren möchte. Und dann hättet ihr jederzeit die Möglichkeit, euch auch ja, nach dem Track gerne bei uns zu melden oder bei mir direkt persönlich. Okay, dann starten wir doch mit dem Thema About Us. Zum einen bin ich selber auch aus der Bekorn GmbH und arbeite da, bin seit circa 5 Jahren jetzt bei der Bekorn beschäftigt und was die Bekorn so macht, ist im Prinzip, wir sind ein Dienstleister und bieten unseren Service an für vier verschiedene Digitalisierungsprojekte, insgesamt in der IT, aber auch in der Telekommunikation. Das ist mal ganz kurz über die Bekorn was gesagt. Wir machen in der Bekorn nicht nur Dienstleistungen, also nicht nur Projekte bei Kunden oder Installation oder Entwicklung, sondern beraten auch. Und unter anderem haben wir auch unsere eigenen Produkte. Und darunter fällt auch das Thema eben OpenSelium. Und was das genau ist, das möchte ich euch jetzt gerne erklären. Dafür habe ich ein kleines Mini-Video vorbereitet. Drücke ich mal auf Play. Genau, also hier kann man so erkennen, was macht das OpenSelium? OpenSelium verbindet eure Applikation gemeinsam zueinander. Und dabei steht OpenSelium sozusagen in der Mitte und alle anderen Tools außen. Das heißt, wir sprechen mit den anderen Systemen. Wir kommunizieren. Und wie rüber machen wir das? Wir sprechen mit den API-Interfaces. Und wir versuchen über die APIs eben die Informationen zu ziehen und ein anderes System zu transferieren. Alles, was OpenSelium macht, ist an der Stelle keine Datenhaltung, sondern wir transferieren nur Daten. Oder wenn man es so sehen will, wir arrangieren quasi das Rendezvous zwischen beiden Systemen. Und normalerweise, vielleicht komme ich dazu später in dem Thema, aber was man hier gut sehen kann, ist, dass da sehr, sehr viele Applikationen an der Seite so rumstehen, aber auf der unteren Seite, da steht eigentlich nur API. Und was bedeutet das eigentlich? Dass OpenSelium sich in der Hinsicht sehr unterscheidet zu den Tools, die es so normalerweise in der Landschaft gibt, die quasi auch sowas abbilden, aber in so einer Art Plugin-Verfahren, dass so ein Tool halt Möglichkeiten hat, Tools miteinander zu verknüpfen, aber wo da auch eine sehr, sehr starre Schnittstelle quasi gebaut worden ist oder konfiguriert worden ist. Und dann ist man quasi da drin gefangen. Beispielsweise hat man dann irgendwie mit seinem Monitoring-System und mit seinem Dokumentationssystem ein Plugin oder ein Interface schon
geschrieben und das lässt sich dann nicht verändern. Und da springt ein bisschen OpenStream rein. Unser Ansatz ist nicht zu sagen, wir wollen sehr, sehr viele Plugins schreiben, sondern wir wollen das eigentlich die Community freigeben. Wir wollen eine Möglichkeit schaffen, eine Plattform anbieten, wo man einfach quasi Datentransfere selber konfigurieren kann über eine sehr intelligente UI. So, und jetzt komme ich zu dem Thema, warum hier unten API steht. Und zwar, weil OpenCilium ein Stück weit generisch aufgebaut ist. Also wir sprechen nicht mit speziellen Tools oder haben diese nicht im Bauch, sondern wir gehen mit Standardverfahren her. Wir sagen, eine API, um mit einem System sprechen zu können, brauchen wir verschiedene Informationen, wie zum Beispiel das API-Dokumentationshandbuch, damit wir wissen, wie das andere System spricht. Und weil das mittlerweile sehr, sehr standardisiert ist, wir kennen alle diese Schlagwörter dafür, RESTful APIs, Webservice und so weiter, die sehr, sehr Standard schon mittlerweile in der Standardstruktur sind, haben wir uns das eben ja an der Stelle zugute gemacht und haben gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht so die Plugins erstellen, sondern wir wollen eine Plattform anbieten. Und deswegen können wir letztendlich mit allen Tools sprechen, die irgendwie eine API bereitstellen. Okay, so, aber warum der Name? Wo kommt der Name her? Das ist ja immer beim beim Open Source Projekt schon eine Idee. Wie startet man? Wie versucht man einen Namen zu finden, der da irgendwie sinnvoll ist? Und dafür wechsle ich gerade mal hier in diese Folie rein. Und zwar haben wir uns ein bisschen an die Geschichte dran gemacht, wie quasi Bäume miteinander sprechen. Und das ist eben so, dass Pilze eben so ein Geflecht oder eine Art Wurzel sozusagen zwischen den Bäumen aufbaut, damit Bäume miteinander sprechen können. Das bedeutet, wenn ein Baum zum Beispiel weniger Mineralien hat als seine Nachbarbäume, dann werden da Impulse gesendet und dann bekommt den Baum, den es nicht so gut geht, eben Mineralien zugeschossen. Und da geht es auch um Kommunikation. Da geht es um Kommunikation zwischen Bäumen. Und in dem Fall sehen wir halt die Bäume als unsere Applikationen und wir als OpenCilium sind halt quasi die Mushrooms oder die Pilze, die eben diese Art von Kommunikation durch diese Art von Wurzeln zulässt. Und diese Art von Wurzeln heißt eben auf dem Englischen Mycelium. Ja, und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wo das Open herkommt. Natürlich aus den Open Source und deswegen haben wir beides eben kombiniert, Open Source, Mycelium. Und daraus ist OpenCilium entstanden. Okay, soviel zum Namen und von der Idee. Ich möchte auch ganz kurz über die Historie, damit ihr so ein grobes Bild habt, wo wir gerade stehen und über unsere Zahlen sprechen. So, gestartet sind wir 2017 mit dem Projekt. Auch wirklich erfahrungsgemäß. Wir sind, wie gesagt, ein Dienstleister, eigentlich gar nicht so unser Geschäft, Produkte zu entwickeln, haben wir uns aber durch sehr, sehr viel Erfahrung, Projekterfahrung, wo wir sehr, sehr viele Skripte geschrieben haben, gedacht gehabt, okay, jetzt brauchen wir ein Tool, was mehr sinnvoller ist, wer zentralisiert ist und so weiter. Da haben wir uns ungefähr 2017 dran gemacht und haben eben mit OpenCilium begonnen und haben viele, viele Ideen gehabt und haben dann letztendlich ab 2020 unseren First Stable Release gehabt. Im Februar, da sieht man die Rakete, die gerade losstartet. Und dann sind wir aus diesem Punkt her, da haben wir quasi die Grundfunktion oder auch sozusagen die Hauptfunktion gebaut für das Tool und haben dadurch durch Erfahrung immer mehr gemerkt gehabt, immer mehr durch Leute, die das benutzt haben, dass wir doch ein Stück weit improven können. Das ist halt der Weg einer Software. Deswegen haben wir ein Template-Support mit eingerichtet. Sagt euch jetzt wahrscheinlich alles nichts. Ich zeige später nochmal. Auf jeden Fall sind dann halt nach bestimmten Release-Zyklen immer mehr Funktionen reingekommen. Hier kann man vielleicht auch nochmal sagen, zu der 1.4 haben wir dann einen Update-Assistenten eingebaut, der quasi diese Updates über einen Wizard im Frontend eben zulässt, der einen informiert, hey, da gibt es ein neues Update und so weiter. Und ja, und dann hatten wir jetzt erst vor kurzem unserem ersten Major-Release, das ist eben die 2.0 geworden und da haben wir das Ganze ein bisschen, ein Stück weit businessfähiger gemacht, weil wir in der ersten Version, ja, wie soll ich sagen,
den Wert mehr drauf gelegt haben, ein stabiles Backend zu haben, eine stabile Struktur im Hintergrund zu haben, die dem Thema gewachsen ist. Und dann haben wir gemerkt, okay, die UI muss sehr einfach sein, der Zugang dazu muss einfach sein, damit einfach viele damit was anfangen können auf dem Frontend. Ansonsten hilft es nur uns, aber nicht der Community. Ja, und dann haben wir bald, das habe ich jetzt leider ein bisschen vorgegriffen, der Release war leider noch nicht, sie 2.1, wird aber demnächst kommen. Und da haben wir hier im Bereich Duplicate Connection etwas erweitert. Ja, lass uns da mal weitergehen und lass uns über unsere Zahlen sprechen. Hier ein kurzer Ausschnitt vom 2. November über unsere Number of Lines und Hours, die wir developed haben. Wie gesagt, 2 Jahre, ein Go Live, sehr, sehr viele Commits. Mittlerweile 5 Developers und 3 Lokationen in Deutschland unterwegs und pumpen immer mehr Energie da rein in das Thema. Okay, das erstmal von OpenSelium. Jetzt lasst uns bitte über das eigentliche Thema sprechen. Ja, was macht denn eigentlich OpenSelium und wie ist es aufgebaut? What you need to know, OpenSelium is separated into 3 topics. Also im Grunde kann man sagen, das ist das, was wir auch dann in den Frontend gleich sehen. Wir haben diese 3 Situationen, die wir uns zu schaffen gemacht haben. Wir haben gesagt, okay, uns geht es ja quasi darum, 2 Applikationen miteinander zu verbinden, eine Konnektivität dazwischen zu bauen, zu konfigurieren, wie der Datenaustausch stattfinden soll und das Ganze dann eben zu timen, zu schedulen. Und dafür möchte ich gerade diese 3 Topics erklären. Okay, was ist überhaupt ein Connector? Ein Connector beschreiben wir eine Applikation, mit der wir uns verbinden wollen und dahingehend deren API-Dokumentation. Und was wir aus dieser API-Dokumentation benötigen, ist einmal die Authentifizierung. Ist klar, wie können wir uns authentifizieren zu den anderen Systemen? Wie ist die URL? Wir brauchen die API-Operation, ja, also welche Möglichkeiten dahinter stecken, die Request-Fields und die Response-Fields. Das war es auch schon. Das ist im Prinzip in so einer Dokumentation in einem Connector drin. Und wenn wir diese Informationen haben, dann ist das erstmal an der Stelle okay. Was ist eine Connection? Eine Connection ist im Prinzip für uns die Konnektivität oder die Connection zwischen 2 Konnektoren. Deswegen habe ich auf der linken Seite 1 Konnektor, auf der rechten Seite 1 Konnektor. Man kann sagen, das erste ist das Quellsystem, das andere ist das Zielsystem und dazwischen habe ich eben meine API Operations Flow. Bedeutet also, dass ich hier dann verschiedene API-Operationen ausführe, die auch miteinander verbunden sind. Weil jeder, der schon mal ein Skript geschrieben hat, weiß, dass es nicht so einfach ist, dass ich irgendwelche API-Operationen aufrufe und dann schon aus Zauberhand in ein anderes Tool dann quasi die Daten reinfließen, sondern man muss API-Operationen in Abhängigkeiten setzen. Ich arbeite mit dem Rückgabewert von einer API-Operation und weiß dann ganz genau durch If-Conditions beispielshalber, wie möchte ich jetzt den nächsten Aufruf machen, möchte ich denn den nächsten Aufruf machen und so weiter. Und das lässt sich dann halt normalerweise in ein Skript sehr gut konfigurieren. Wir machen es, wie gesagt, auf der Oberfläche machbar. Ja, und das Dritte, haben wir dann diese Connection, haben wir also diesen Datenaustausch, möchten wir das gerne planen. Und da haben wir 3 Möglichkeiten. Entweder man kann jeden Job letztendlich manuell starten, man kann ihn timen über ein Scheduling, oder man nutzt den Webhook. Und ein Webhook ist im Prinzip für uns ist eine eindeutige URL, die man hinter einen Job baut. Mit dieser eindeutigen URL kann man eben ja, diesen Job ausführen außerhalb von OpenSelium. Also beispielsweise in dem Trittsystem, wo man dann halt auch eventbasiert quasi einen Sync anstoßen kann. Okay, das war es eigentlich schon. Das sind die 3 Themen. Wir haben es wirklich komprimiert, auch auf der Oberfläche, werdet ihr gleich sehen. Und dafür habe ich mir einen Use Case ausgedacht. Und zwar ein Use Case, den man immer öfters mal sieht zwischen einem Dokumentationssystem, in dem Fall iDoIt. Und ich habe hier 3 verschiedene Monitoring-Systeme, damit man erkennt, okay, wie flexibel kann das denn eigentlich sein? Und deswegen hier an der Titel Synchronize Host into your Monitoring System. Was brauchen wir? Die Checkliste, ein CMDB-Connector, iDoIt. Wir brauchen 3 Monitoring-Connectoren in Zynga 2, Checkmk, Zabbix.
Diese drei Connections bauen wir dann auf zwischen IDOIT, Asynga 2, IDOIT, CheckMK, IDOIT und Subix. Und was ist der Use Case dahinter? Wir wollen also quasi aus einer CMDB, aus einer IT-Dokumentation, das ist in dem Fall IDOIT, möchten wir dann die virtuellen Systeme sehen und diese möchten wir dann eben nach Asynga synchronisieren oder nach CheckMK synchronisieren. Also entweder Host erstellen oder eben updaten. Also dieser Prozess soll eben dargestellt werden. Und der letzte Schritt ist Scheduling Connections. Also plane diese und führe diese aus. Okay, und dafür verlasse ich jetzt mal meine Folien und gehe mal auf meinen Bildschirm und öffne jetzt mal OpenCilium, damit ich das Ganze mal hier zeigen kann, wie das auf der Oberfläche aussieht. Genau, das ist das Tool. Das ist so ein Demo-Tool, wo ich schon verschiedene Schnittstellen gebaut habe mit verschiedenen Systemen. Ihr könnt sehen, dass hier in der Mitte das OpenCilium-Thema ist. Ähnlich wie bei dem Video habe ich dann meine Applikation auf der angebunden zu sehen hier. Das ist hier meine Connection Overview. Von hier aus kann ich sehen, wie viele Verbindungen ich schon aufgebaut habe mit meinem OpenCilium. Und ja, das ist so eine Art Übersicht. Und wenn ich jetzt auf die linke Seite sehe, sehe ich hier diese drei Schlagworte, die ich gerade schon erklärt hatte. Connectors, Connection, Schedules. Und ich kann in jede von diesen Ei reinspringen. Springe ich jetzt beispielsweise an Connectors, sehe ich alle meine schon erstellten Konnektoren. Okay. So, wie mache ich das normalerweise? Ich klicke hier oben auf Add Connector und baue diese auf. Um jetzt hier die Zeit zu sparen, habe ich hier meinen IDOIT Connector schon aufgebaut. Das ist ja das erste gewesen. Wie sieht das aus? Ich gehe da mal in diesen Update rein und kann dann sehen, was passiert dann hier eigentlich. Und zwar bekomme ich dann hier meine Felder dargestellt, meine Formfelder. Ich kann hier einen Titel angeben. Das zweite ist, also auch eine Description, eine Beschreibung beispielsweise, kann ich hier gerne ergänzen. Wichtig ist dann hier, dass ich einen Invoker-File aufrufe. Das ist im Prinzip dann unsere Art von API-Dokumentation, die ich dahinter habe. Und wie ihr schon sehen könnt, ist das hier eine Dropdown. Das heißt, in dem Fall habe ich IDOIT ausgewählt und dann weiß er letztendlich aus dieser Konfiguration heraus, welche Authentifizierung dahinter stehen und welche Daten ich benötige. Eben eine URL und ein API-Key. Das ist so die Authentifizierung in IDOIT rein. Wechsle ich jetzt beispielsweise mal von mir aus Asynga, weil das ja das zweite Thema ist. Such's gerade mal. Dann kann man sehen, dass die rechte Seite sich wieder ändert, also ist davon abhängig. Und dann kann ich eben die Asynga-Values angeben und dann auch gleich die API testen. Das heißt, besteht erstmal die Konnektivität. Da mache ich erstmal keine großen API-Operationen. Ich prüfe nur, kann ich mich da irgendwie verbinden? Kriege ich da hoffentlich kein Verbinden zurück oder sowas vom HTTP-Status-Code? Und dann ist alles gut. Genau, und das kann ich dann letztendlich hier so machen. Das ist dann erstellen und dann habe ich erstmal meinen Connector aufgebaut. Spring hier gerade mal wieder raus. Will das gerade auch mal für Asynga zeigen. Auch Asynga ist hier. Kann also auch hier reinklicken und sehe das Ganze dann so konfiguriert. Alles soweit vorbereitet. Prima. Und Subix müsste auch hier sein. Genau, Subix ist hier unten. Und CheckMK, ich meine, ich hatte das auch schon hier gesehen, genau, CheckMK ist da. Das heißt, alle drei Konnektoren bestehen gerade. Wie gesagt, wenn nicht, würde ich hier auf Add Connector klicken, um das dann eben letztendlich aufzubauen. Okay, der zweite Part ist die Connection. Ja, und in der Connection selber, da baue ich diesen Datentransfer auf. Das habe ich an der Stelle erstmal jetzt nicht vorbereitet. Ich würde jetzt genau diesen Use Case IDOIT zwischen IDOIT und Asynga zweimal zeigen. Wie würde ich hier anfangen? Ich klicke hier auf Add Connection. Und dann darf ich erstmal einen Titel angeben. Ich nenne es jetzt einfach mal Sync to Asynga 2. Das hört sich schon ganz gut an. Und was ich als nächstes machen muss, ist, meine beiden Konnektoren auszuwählen. Also hier habe ich auch so eine Art Richtung dargestellt bekommen. Das heißt, ich weiß ganz genau, von wo nach wo eben die Daten fließen sollen. Das heißt, den ersten Connector wähle ich aus meiner Connector-Liste und das war ja, wie gesagt, das IDOIT-System und auf der anderen Seite suche ich eben das
habe ich eben das Singer. Und genau, sobald ich die beiden ausgewählt habe, öffnet sich schon der zweite Punkt. Und das ist eben die Möglichkeit, die ich hier habe. Und zwar kann ich hier in den Expertenmodus oder in den Template-Modus wechseln. So, was sind die zweiten Modis? Und zwar im Expertenmodus heißt das im Prinzip, ich bin der Profi und ich kann bei Null anfangen. Das heißt, ich möchte zwischen IDO und Singer 2 die ersten API-Operationen aufbauen. Das heißt, wenn ich jetzt hier runter scrolle, dann finde ich sowas wie einen Editor hier. Das ist hier ein Technical Layout. Und zwar kann ich dann hier anfangen und mit einem Doppelklick quasi erstmal eine API-Operation aus dem API-Handbuch eben nutzen. Beispielsweise wie Object Street. Und dann kann ich gerne noch ein Label dran setzen und nicht den Methodennamen dafür zu verwenden. Beispielsweise hole mir die Objekte. Genau. Ups, jetzt habe ich hier leider weggeklickt. Hole mir die Objekte. Hier auf den Plus-Button klicken, damit er das erstellt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich hier eine API-Operation hinzugefügt. Das Ganze ist vom Layout her an so eine Art Business-Modellierungsdiagramm angelehnt. Ich kann das Ganze übrigens auch hier maximieren, damit ich die volle Screen-Size benutze. Das heißt, auf der IDO-Seite habe ich jetzt diesen einen Call quasi aufgebaut und kann dann meine weiteren API-Operationen ausführen. Das heißt, hier muss man ein Stück weit schon wissen, wie API-Operationen funktionieren. Ein bisschen Knowledge muss dabei sein, aber das ist immer so den Verlust, den man hat, wenn man irgendwie generisch sein will und nicht alles vorgeben möchte. Dann hat man hier eben die Möglichkeit, über eine schöne GUI das Ganze zu konfigurieren. Auf der anderen Seite, klar, ist uns auch natürlich bewusst, versuchen das Thema so einfach wie möglich zu machen. Aber nochmal zurück zu dem Thema, das ist hier eine API-Operation und ein API-Call ist immer aufgebaut mit einem Request oder das ist immer ein Request. Und der Request hat dann ein Endpoint, hat einen Header, hat einen Body. Und das sehe ich auf der rechten Seite. Ich sehe auf der rechten Seite dann quasi alle Detailinformationen über das Item, was ich hier gerade angeklickt habe. Ich kann hier jeweils in den Endpoint reinklicken und dann sehe ich hier, okay, in IDOIT ist das immer die URL. Das ist so eine Art Variable, die ich hier sehe. Das heißt, das zieht er sich aus dem Connector automatisch. Ich habe hier den Header und den Body. Und in IDOIT ist eben so bei dem Tool, dass man alles über den Body regelt. Das heißt, die Logik sozusagen findet hier statt über ein JSON-Format. Und ich gebe hier dann die Methode an, die ich hier gerne ausführen möchte. Und dann kriege ich eben meine Rückgabewerte. Und meine Rückgabewerte, die sind interessant, weil ich muss die wissen, um zu wissen, was erstmal ein Success, ein Fail für mich ist, damit ich eben für die beiden Varianten eben Dinge dann weiterverarbeiten kann. Und ich kann auch hier sehen, was quasi mein Beispielsrückgabewert ist. Natürlich können Rückgabewerte auch anders sein, das ist auch hier klar, aber damit wir hier möglichst viel Autocomplete haben, ist es natürlich schön, wenn wir ungefähr wissen, was erwartet werden kann. Okay, ja, und dann würde man in dem Fall, wie gesagt, dann weitermachen und ich könnte jetzt hier weiterklicken und ab dann ist eben der Fall da, wo ich sagen kann, okay, möchte ich jetzt den nächsten Prozess eben starten, also mit den nächsten API-Operationen anwerfen oder möchte ich einen Operator schon ansetzen? Und ein Operator ist in dem Fall ein If, eine If-Condition oder ein Loop. Ein Loop, wo ich quasi meinen Rückgabewert aus meiner ersten Operation iterieren möchte. Und das baut er letztendlich hier auf. Klicke ich jetzt wiederum hier rein, sieht man, okay, eine Condition wurde noch nicht auf der rechten Seite, Entschuldigung, auf der rechten Seite sieht man dann hier, die Condition Some Data is Missing, klar, weil hier noch gar nichts eingegeben worden ist. Das heißt, ich kann dann hier rüber, wenn ich hier reinklicke, eine Condition auswählen. Und zunächst mal führe ich an, mit welchem Response-Wert ich eben eine Condition aufbauen möchte. Hier zeigt er mir jetzt normalerweise alle API-Operationen an, die ich vorher aufgebaut habe. In dem Fall nur eine API-Operation. Ich möchte aus dieser API-Operation gerne meine Response-Werte durchiterieren. Klicke ich auf Param, kriegt er durch diese Autocomplete, die ich eben erwähnt hatte, mit, wie die Rückgabewerte aussehen könnten und zeigt mir hier ein paar Vorschläge. Und logischerweise iteriert man dann Arrays durch. Und dafür wähle ich eben meinen kompletten Array aus
Und jetzt hätte ich nur noch auf Speichern klicken müssen. Und Apply. Und damit ist das hier Ding drin. Das heißt, ich hole mir meine Objekte, iteriere meine Objekte durch und kann dann aus dieser Sicht eben entweder, jetzt fängt das hier wieder an, ich kann dann in meine Schleife eben reingehen, in meinen Loop reingehen, in meine Iteration reingehen, um weitere Schritte auszuführen oder außerhalb meiner Schleife. Und eben, ich sage dann eben innen, bitte, ich möchte den nächsten Prozess ausführen und das ist in dem Fall von mir aus das Auslesen von weiteren Kategoriewerten aus Objekten. Sage ich jetzt auf hier, auf Create, hat er das eben aufgebaut. Und wie man hier schon sehen kann, ist das sehr einfach durch das Klickverhalten möglich, das dann eben so weit zu verweitern. Und das mache ich dann auf der linken Seite und auf der rechten Seite mache ich dann eben nicht nur das Holen der Daten, sondern muss dann meinen Prozess weiter ausführen. So, das ist hier nur beispielshalber. Ich möchte hier gerade an dem Thema mal zurückgehen und zwar, hier kann ich jetzt ganz gut erklären, was überhaupt das mit dem Template ist. Also wie gesagt, Expertenmodus ist sozusagen, ich fange bei Null an. Gehe ich jetzt auf den Template-Modus ein, fragt er mich hier erstmal, okay, also da sind ein paar Dinge gemacht worden, die werden gelöscht, ist okay, ja, passt. Und ab dem Zeitpunkt zeigt er mir eben aus den schon vorgefertigten Templates, die ich mal gebaut habe, die Möglichkeiten an. Und zwar klicke ich hier mal rein, sehe ich hier zwei Prozesse oder zwei Templates liegen, wie zum Beispiel ein Create und Update Hosts. Klicke ich hier rein, kriege ich erstmal eine Description darüber, was genau hier passiert. Und wenn ich hier runter scrolle, in meinen Connection Editor wieder, dann sehe ich hier schon was vorbereitet. Und zwar auf der linken Seite sehe ich eben diesen API-Operation, die ich auch gerade eben selber aufbauen wollte. Und auf der rechten Seite passiert jetzt das. Ich iteriere erstmal meinen Response-Wert, also meine IDOIT-Objekte durch. Check erstmal per GetHosts, ob dieser Eintrag schon in Async existiert. Existiert er eben nicht, das sagt die erste If-Condition, Result is empty. Und dann baut er eben ein CreateHost auf. Und if not empty, dann modify host. Also hier passiert entweder eine Erstellaktion oder eine Update-Funktion. Und wie man sehen kann, ist das relativ überschaubar, das Ganze. Und sehr einfach gehalten dann in dem Augenblick, wenn man mit Templates arbeiten kann. Das heißt, ich kann aus jeder Connection, die ich mal hier gebaut habe, zu jeder Zeit ein Template generieren. Und ein Template ist quasi wiederum ein File, was im Filesystem präsentiert wird und beziehungsweise gespeichert wird. Und dieses File, sobald ich das einbinde in einen bestimmten Verzeichnis, kann ich das hier sofort nutzen. Und das macht das für OpenSilo oder unsere Engine eben so stark. Und da legen wir halt den Wert drauf. Ein Connector ist eine Datei, die quasi eine Dokumentation über ein System darstellt, ist auch eine Datei. Und die Templates sind eine Datei. Und diese lassen sich durch Community-User eben beliebig erweitern. Und unser Gedanke ist eben, dass man später dann eben eine große Template-Engine hat, eine Template-Datenbank hat oder aus der Community heraus Dinge sharen kann, weil aus API-Operationen, wie gesagt, finden erstmal keine, also wir speichern hier keine sensible Daten. Wir haben hier überhaupt keine Passwörter oder sowas drin, auch überhaupt keine Daten aus Fremdsystemen. Das Einzige, was wir machen, ist Ausführen von API-Operationen und das ist überhaupt nicht sicherheitskritisch. Was sicherheitskritisch ist, ist für jemanden, der nicht weiß, was in dieser API-Operation passiert, wenn er die dann einfach anlegt und gegen sein System dann schießt. Aber natürlich ist halt deswegen auch hier die Möglichkeit, die Description zu sehen und auch selber hier zu sehen, welche API-Operationen überhaupt hier stattfinden. Da sollte natürlich nur ein erfahrener DevOp rein. Aber wie gesagt, wir bieten die Plattform an und das lässt sich dann halt hier erweitern. Gut. Ich kann also hier auch auf Delete Host klicken und gucke hier mal runter und sehe hier, oh, hier werden auch Hosts gelöscht. Also ich nehme mal also dieses erste Beispiel und sage hier Add und Go to Add Schedule. Und was hier jetzt passiert ist quasi, ich gehe jetzt schon in den nächsten Topic rein und das ist Schedule und kann hier schon direkt Timing dafür ansetzen, wann der ausgeführt werden soll. Link to Async 2 und suche mir das hier mal aus. Genau, es kann hier eine Chrome Expression angeben. Ich
habe jetzt einfach mal 1 Uhr gesagt, aber ich habe hier auch so ein Tool, wo ich das ansetzen kann. Also jeden Tag um 1 Uhr abends. Und dann sehe ich hier mein großes Board, wo ich hier verschiedene, schon vordefinierte Konfigurationen sehe. Aber ich suche hier meinen gerade frisch angelegten. Und das ist hier sozusagen die Zeile dafür. Kann ich noch weiter komprimieren. Ich will ganz kurz erklären, was hier passiert. Das ist sozusagen der Jobname, den ich angesetzt habe. Der kann natürlich auch anders sein als der Connection-Name. Hier habe ich dann die Möglichkeit, in die Connection wieder reinzuspringen. Möchte ich diese updaten? Dann habe ich hier meine CroneTab-Expression, die wichtig ist, zu wissen, verstehen, wann es läuft oder wann es startet. Ich habe hier jeweils immer mein Last Success, Last Failure. Die Last Duration ist sehr wichtig, um zu wissen, habe ich meine Connection eben entsprechend aufgebaut, so entsprechend aufgebaut, dass die nicht ewig lange synchronisiert. Dauert es lange, ist eine Last Duration sehr lang, ist natürlich immer hier zu empfehlen, die Connection ein Stück weit runter, also etwas kleiner vom Aufwand zu machen und auf 2 Connections dann aufzuteilen, beispielsweise, um die Last wegzunehmen. Und der Status gibt eben hier die Möglichkeit, auch an eben die CroneTab-Expression in dem Fall zu deaktivieren, dass ich das nur manuell antriggern kann oder über Webhook. Und hier hinten sind die Actions. Und hier kann ich beispielsweise auf Create Webhook stellen, um das mal zu zeigen. Hier sind noch andere Funktionalitäten drin. Auch wie das Starten, manuelle Starten. Aber ich erstelle jetzt hier mal einen Create Webhook. In dem Augenblick, wenn ich das erstelle, kann ich hier ein Icon sehen über den Titel. Ich kann hier auch reinklicken. Und dieser Webhook ist im Prinzip mit einem Token belegt, der mir, der genau auf diesen Job zeigt eben. Und bevor ich den jetzt ausführe und dann zeigen möchte, wie Daten synchronisiert werden, möchte ich kurz gerade mal die Systeme zeigen, die hier angewendet werden, damit man auch den Effekt sieht. Und zwar ist das eine, das ist Singer. Da habe ich ein paar Testsysteme. Da logge ich mich mal kurz ein. Singer-System, das ist nicht leer, da ist nur der eigene Host, der gerade monitort wird. Und das ist das iDuet-System, das ist eine CMDB, da möchte ich auch gar nicht so viel erklären. Ich will eigentlich nur sagen, dass hier eine IT-Dokumentation passiert. Ich möchte jetzt hier mal über die IT-Dokumentation meine virtuellen Server eben sehen. Jetzt sehe ich hier, dass hier relativ viele virtuelle Server rumliegen, 52. Ich will das gerade mal etwas komprimieren. Und zwar, dass ich vielleicht nicht alle synchronisieren, nur ein paar mir rauspicke, damit das nicht so lange dauert. Und dafür nehme ich hier beispielhalber einen RabbitMQ-Host, vielleicht hier noch einen Ansible-Host, den ich hier rumliegen habe. So ein Jenkins und OCS, das sollte reichen. Und alle anderen archiviere ich. Genau. So bleiben am Ende nur noch diese 5 Hosts. Hier steht auf der linken Seite immer noch 52. Dafür muss ich die linke Seite nochmal refreshen. Genau. Okay, jetzt habe ich hier 5 Hosts. Und die möchte ich über einen Webhook synchronisieren. Das mache ich jetzt auch mal. Jetzt habe ich das ausgeführt. Ich wechsle in OpenSelenium rein und sehe, der Sync läuft. Genau, und jetzt springe ich nochmal ins Singer rein und sehe, okay, jetzt fangen hier langsam an, Hosts zu pingen. Das heißt, ins Pending reinzukommen. Das heißt, Sync hat funktioniert. Ich habe die über OpenSelenium übertragen können. Und wie gesagt, hier kann ich über OpenSelenium das Ganze jetzt weiter managen. Jetzt haben wir noch die Themen Zabbix und Zabbix und CheckMK. Ich möchte es gerade mal im Zabbix nochmal zeigen. Man auch hier sieht, dass also wie weit man das ausweiten kann. Das ist das Zabbix-System, will auch gar nicht hier so viel erklären. Nur nochmal hier sehen, zeigen, dass hier in dem Part die Hosts drin stecken, die jetzt in dem System gerade liegen. Und das ist der Zabbix-Server erstmal nur selber. Und jetzt springe ich wieder ins OpenSelenium rein und suche mal nach den Zabbix-Calls. Das heißt, ich habe hier auch was vorbereitet. Will hier gerade nur in die Connection nochmal reinspringen, damit ich das nochmal zeigen kann, wie das aufgebaut ist. Und zwar scrolle ich hier runter. Sehe ich im Endeffekt, dass das sehr, sehr ähnlich zu dem aussieht, zu den Singer. Weil, wie gesagt,
wir arbeiten halt mit Erfahrung und haben schon vieles gesehen und wissen halt, dass die Dinge, auch Skripte, sehr im Standard laufen können. Natürlich auch immer ein Stück weit erweiterbar sein müssen, aber das ist dann über die UI möglich. Das heißt, bis zu einem gewissen standardisierten Prozess, den wir so für uns immer sehr als oft eingesetzt sehen, bauen wir es auf oder geben wir es auch gerne zu der Community frei. Aber von hier aus kann man dann weiterlaufen. Und wie gesagt, also auch hier ist das hier mit dem iDoIt so, dass ich mir spezielle Werte raushole und dann habe ich hier eben das, was ich durchiteriere und dann habe ich meine zwei If-Conditions, indem ich einen Host-Create mache oder Host-Update. Genau. Laufen wir also wieder in die Schedules rein und suchen mal nach unserem Subex-Call und synchronisieren die diesmal manuell. Dann sehe ich auch hier unten, dass dann dieser Job hier angestoßen wird. Kann sein, dass der so schnell durchgelaufen ist, dass wir das gar nicht gesehen haben. Na. Hab hier gerade eigentlich gar nichts gesehen. Ich klicke nochmal auf Start. Nee, ich sehe nichts, aber kann sein, dass der wirklich hier so schnell durchläuft, dass man das hier gerade nicht sieht. Ich gehe trotzdem mal in Subex rein und gucke mal, was hier so ist. Ah, ja. Also in Subex sind die Dinger schon angekommen. OpenStudium hat das wahrscheinlich von der Darstellung nicht gezeigt, weil es halt sehr, sehr kurz ist, dieser Call. Aber er ist auf jeden Fall durchgelaufen, das ist schon mal gut. Und genau, und der letzte Part ist eben CheckMK. Hatte ich ja gesagt. Da habe ich hier zwei CheckMK-Calls sogar. Habe ich immer hier den ersten, da läuft sogar nur eine Sekunde. Will jetzt mal hier in CheckMK reinwechseln. Ist auch eine Demo, die ich hier habe. Und gehe hier mal rein. Und in CheckMK kann ich hier über die Setup eben die Hosts sehen. Und da sehe ich bisher ein Directory, wo ein Host drin ist. Das ist OpenStudium Demo. Und den möchte ich jetzt gerne erweitern. Also auch hier sage ich Start. Und dann läuft dieser Job an. Unten sehe ich es wieder. Current Jobs. Und dann ist er schon weg. Und wenn ich jetzt hier reingehe, dann sehe ich, aha, okay, jetzt sind da deutlich mehr drin. Bei CheckMK ist sogar noch eine gewisse, wie soll ich sagen, was anderes, was ich hier erwarten kann. Und zwar im CheckMK gibt es noch so eine Art Changelog. Das heißt, dass Changes aktiviert werden können über die API, über den Admin selber, dass die nicht direkt erstellt werden, sondern dass der erste Admin quasi hier noch bei den Changes reingehen muss und die improven muss. Das heißt, nicht komplett automatisch läuft, aber bis zu einem gewissen Grad. Aber auch das kann man forcen. Das heißt, das kann man über die API forcen, dass man nicht hier diesen Zwischenschritt noch hat. Also für diejenigen, die dann sagen, okay, ja, möchte ich eigentlich gar nicht. Gut, aber ist auch nicht das Thema. Das Thema sollte nur sein, dass wir eine Plattform angeben, wo man zentral sehr, sehr viele API-Schnittstellen einfach verwalten kann, über eine GUI quasi zur Verfügung stehen hat, konfigurieren kann, raus aus dieser starren Schnittstellenwelt und dass man da auch sehr, sehr selber veränderungsmäßig drangehen kann und vielleicht Werte nur erweitern kann und so weiter. Und das soll das Thema von OpenStudium sein. Deswegen auch hier an der Stelle dieses Beispiel. Okay, ich möchte mal auf die Folie noch wechseln, weil die Präsentation ja bald zu Ende ist. Und zwar genau das hatte ich ja als Use Case gezeigt. Ich hoffe, ich konnte es in der Kürze der Zeit zeigen, um was es überhaupt geht und was alles möglich ist. Dafür springe ich jetzt hier nochmal raus, klippe nochmal in das Architekturbild rein, will hier nochmal ganz kurz sagen, worum es uns als erstes angekommen ist. Das war das Open-Source-Thema unter GPL V3, was wir zur Verfügung stellen wollten. Sehr wichtig für uns gewesen, deswegen war das auch ein Thema, was wir immer in der Architektur ganz weit vorne gesehen haben. Und verschiedene Stichworte, wie jetzt zum Beispiel das Loose-Coupled, das Innovative UI, Generic API Integration, Easy Usability oder Shareable Integration. Wobei Shareable Integration hört sich jetzt sehr fremd an. Was wir damit meinen ist, möchte ich im nächsten Bild zeigen, dass wir Dinge ausgelagert haben, die wir gerne in der Community teilbar machen wollen. Deswegen dieses Wort. Und das sind auch die zwei Themen hier unten. Aber bevor ich da jetzt weitermache, vielleicht ganz kurz hier zu den Hauptthemen, das ist das Backend. Das ist ein Spring Boot Framework implementiert worden oder entwickelt worden. Das komplette Backend, wo auch die ganze Logik passiert. Das Frontend, was ihr gesehen hattet, ist über React.js aufgebaut
Und auch beide Welten da kommunizieren komplett lose voneinander. Das Loose Coupled ist halt auch ein Thema, um bei der Softwarewelt eben ja mit der Zeit zu gehen und auch später Technologien austauschen zu können und deswegen hier auch über APIs zu sprechen. Die komplette Konfiguration, sagen wir mal Config-Daten, liegen in der MySQL. Ist nicht sehr groß, die MySQL, weil wie gesagt, wir haben ja auch keine Daten, die wir in OpenStream irgendwie lagern oder sowas. Da ist nicht viel. Was sehr komplex ist aber, ist eben die Relation in der Connection selber. Das realisieren wir gerade noch mit Neo4j, mit der Neo4j-Datenbank. Also wie gesagt, dass APIs miteinander in Verbindung stehen, mit Feldern, also das Field-Binding und so weiter. Das kann sehr, sehr komplex sein. Und das läuft über Neo4j. Aber auch hier haben wir schon spannende Ideen. Also auch hier auch eine lose Kopplung. Können erweitern, können auch andere Tools. Wir haben auch schon über andere Datenbanken nachgedacht. Aber auch hier nochmal die Thematik. Und was ihr hier unten seht, sind eben Business Templates in Invoker. Das ist einmal der Part, um eine Connection aufzubauen und auch die Konnektoren aufzubauen. Und wie gesagt, das sind ja jeweils ein File pro Thematik und das haben wir komplett aus dem Backend rausgenommen. Das heißt, Backend würde auch ohne diese Dateien laufen. Das sind alles Sachen, die erweiterbar sind oder die das Tool vielleicht erweitern, aber nicht zwingend notwendig sind. Und warum haben wir das eben rausgenommen? Weil das für uns das Thema ist. Wir wollen eigentlich nur eine Plattform liefern und eigentlich nicht die Connections und die Connectors. Das soll dann später von der Community kommen. Diesen Anreiz wollen wir schaffen. Weil wir denken halt, dass das schon sehr stark nach vorne gehen kann und wollen keine Connections aufbauen, die wir dann im Endeffekt dann, ja, wie soll ich sagen, dann auch weiter supporten müssen und. Das ist nicht unser Thema in der Geschichte. Okay, ja, ein bisschen was zur Roadmap. Ich halte mich kurz. Also wir haben schon erkannt, dass wenn sehr, sehr viele Applikationen laufen in derselben Zeit, dann macht es vielleicht auch mal Sinn, über ein AMQP-System oder Protokoll nachzudenken, wie jetzt RabbitMQ und Kafka beispielsweise, um Systeme dann zu skalieren oder auch das Verhalten von nicht erfolgreichen Jobs entsprechend einzurichten. Das ist also ein gutes Thema und dafür wollen wir halt den Execution-Part outsourcen können, dass wir also auch sowas wie in so ein wie gesagt, so eine kleinere Mini-Version hat von OpenStream, die nur sich um die Execution kümmert. Ja, Marketplace, jetzt nicht wegen Payment und so weiter, da geht es halt wirklich darum, eine Plattform zu schaffen, wo man halt diese Invoker-Files oder diese Business-Templates austauschen kann, in der Community natürlich, und da auch eine gewisse Sicherheit zu bauen, das Ganze zu verifizieren. Oh ja, und dann haben wir Dockerizing. Gedockert haben wir mittlerweile. Also eigentlich schon, ja, wir haben unter Docker Hub unsere Images, ich habe auch ein Video mal gepostet gehabt, wo man innerhalb von 5 Minuten ein OpenStream sich mal hochholen kann über Docker Compose in dem Fall. Aber was ich hier jetzt meine, ist, dass wir für den Production Mode, für die Subscription Version, und jetzt komme ich zu einem Part, der so ein bisschen aus dem Open Source jetzt rausgeht, verwendet wird. Aber gleich dazu. Wir haben CLI-Tool für Frontend geplant. Das heißt, dass wir im Frontend eben mit so einer kleinen Kommandozeile, sage ich mal, unten schnelle Dinge erledigen können, wie das Erstellen von einer Connection oder das Ausführen einer Connection, schnell mal einen Status zu holen. Also ein bisschen Spielereien. Okay, das ist so ein bisschen der Roadmap. Jetzt kommt der Service-Gedanke. Wie gesagt, wir haben ein paar Konnektoren haben wir tatsächlich sogar selber aufgebaut und auch in dem Repository gelagert. Das geben wir zusätzlich mit OpenStream frei an alle und einfach, weil wir diese Tool auch selber bei uns haben und dann natürlich für uns auch die Konnektoren aufbauen konnten und gemerkt haben, mit einer kleinen Library, die man dann noch gibt, ist natürlich die Hürde, da weiterzumachen, besser oder einfacher. Und nichtsdestotrotz haben wir auch Thematiken, die wir immer durch unsere Dienstleistererfahrung natürlich auch noch haben, Projekte, die wir machen. Und das sind halt diese Subscription-Connectors. Das ist der Part, den ich jetzt hier unten mal anklicken möchte. Das heißt, das sind hier verschiedene Subscription-Connectors, die in Partnerschaften mit Kunden passiert sind, wo wir nicht sozusagen die Hoheit haben, aber die Möglichkeit bekommen haben, diese auch mit anbieten zu können, weil wir aber diese mit einem Partner und sowas auch aufbauen
und die auch vom Partner supported werden und so weiter, muss dann so eine Art Subscription dahinter passieren. Das ist also wirklich kein Muss, aber wenn zum Beispiel diese Konnektoren mit benutzt werden sollen, wie zum Beispiel jetzt SAP, das war so ein sehr, sehr hartes Thema, können wir natürlich diese Tools bei uns nicht selber haben. Wir können keine Templates darüber bauen, wir haben nicht das Know-how über alle Systeme und deswegen gibt es auch bei uns die Möglichkeit noch für spezielle Kunden ein Subscription einzubauen, wo wir wirklich dann auch was zusätzlich machen. Und für diese Kunden haben wir wirklich noch einen Subscription-Weg gewählt eben. Ja, das ist so der Service, den wir anbieten. Und jetzt kommen wir zu der letzten Maske und das ist Contact Us. Interessiert? Dann bitte besuchen auf der openpsyllium.io Webseite. Wir haben auch die Slack-Community quasi. Das bedeutet, dass wir da 3 Channels haben, wo man auch mitverfolgen kann entweder oder selber Supportfragen stellen kann. Also wer da interessiert ist, gerne Anfrage stellen und ja, dann werdet ihr mit reingenommen. Dann haben wir hier unsere Mail-Adressen für Informationen, Vertrieb oder auch für den Support selber. Und dann sind wir natürlich auf Twitter unterwegs. Wir waren jetzt auch vor ein paar Tagen hier bei der OSMC in Nürnberg. Das war ja sogar am Mittwoch, gar nicht, vom Montag bis Mittwoch, war gar nicht so lange her. Und also da waren wir auch, haben wir auch schon fleißig getwittert gehabt und dann das Thema weitergebracht. Sehr interessant, wenn ihr interessiert seid, auch gerne hier den QR-Code mal mit eurem Handy abscannen. Und ja, gerne mal nachfragen und dann kommen wir gerne zusammen. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Ich glaube, wir haben 16 Uhr. Ich meine, ich glaube, ich habe eine Punktlandung. Fast eine Punktlandung. Jetzt muss ich gerade mal fragen, wer noch drin ist. Ja, wir sind durch. Okay, alles klar. Prima.